schlimmer als Fliegen? Ja. Ist das schlimmer als Turbulenzen? Ja. Ich finde es auch schlimm. Bist du bereit für den Tag, Helly? Yes? Wunderschönen guten Morgen. Helly und ich machen uns heute wieder auf die Rückreise. Heute geht's wieder nach Khao Lak. Dann werden wir gleich mit dem Speedboot hier vom Hafen in Koh Phi Phi 45 Minuten nach Phuket fahren. Ich hoffe, es wird nicht allzu windig. Und von Phuket aus werden wir dann 2 Stunden die Reise mit dem Roller fortführen, bis wir dann endlich in Khao Lak angekommen sind. Das wird wieder abenteuerlich. Wie fandest du es hier? Wir haben gestern Nacht noch auf unserem Handy The Beach geguckt, der ja hier gedreht worden ist. Und ich glaube, dass das hier vorne die Insel ist. Das Captain Nu können wir nur empfehlen. Bester Mann, bestes Longtail-Boat. Der holt uns jetzt pünktlich ab, überpünktlich sogar. Und ja, dann beginnt unsere Reise. So, wir sind hier noch eben bei BK, weil wir noch auf unser Speedboat warten. Ich sehe, dass es hier einfach Reisgerichte gibt. Ich bestelle mal ein Reisgericht. So sieht das Hähnchen mit Sticky Rice bei BK in Thailand aus. Und was auch noch ein Unterschied ist, dass man Soßen unendlich nachfüllen kann. Mmh. War scharf die Soße? Boah. Boah, Alter. Nicht schon wieder. Oh, boah, die ist zu scharf. Lecker. Lecker für 99 Baht. Aber zu scharf. Aus. Es regnet immer noch richtig behindert. Jetzt eine Stunde oder anderthalb Stunden später warten immer noch unser Boot, weil das ursprüngliche Boot wohl kaputt gegangen ist. Keiner weiß Bescheid. Ob wir jetzt ein Ersatzboot kriegen, ob das repariert wird. Ultra nervig. Yes, wir haben es jetzt endlich geschafft. Und wir fahren, glaube ich, jetzt auch. Yes, kann losgehen. Ja, alles wird gut. Boah, Alter. Das ist schlimmer als Fliegen, wa? Boah. Alter. Das ist nicht funny. Keine Sorgen, Elli. Ist das schlimmer als Fliegen? Ja. Ist das schlimmer als Turbulenzen? Alter, wir müssen irgendwie ankommen. Irgendwie. Nicht mehr lange. Solange der Kapitän noch cool ist, wird alles gut. Sag mal ein paar Worte, wie war die Fahrt gerade? Hallo, Swadikap. Willst du dich erstmal irgendwo hinsetzen und klarkommen? So, jetzt haben wir
uns kurz erholt. Digga, das war ja gerade die geisteskrankeste Fahrt auf der Welt, oder? Ja, was ich sagen soll. Also ich bin nicht fertig mit meinem Leben. Wehe sind nicht schlimmer als Fliegen, ne? So viel schlimmer als Fliegen. Und das Ding ist, am Anfang war es halt direkt so heftig. Danach ging es jetzt ein bisschen zeitlich. Wäre das am Anfang oder so gewesen? Und ich habe dann irgendwie gesagt, so, ja, kann man ein bisschen mehr ruckeln oder so, ist nicht schlimm, nix. Alter, auf einmal ziehen die Leute sich die Weste an und so. Die Leute, die da rumlaufen vom Personal, machen so, setzt euch hin. Und ich denke mir so, Junge, was soll ich machen? Wir fliegen da so halb raus aus dem Fenster. Oh, ich aber weiß wir nicht. Sind halt übergekommen. Ich hatte richtig kurz so eine kleine Panikattacke. Ich auch. Ich habe gebetet zwischenzeitlich. Ja. Vor allem, weil alle geschrien haben ja dann auch am Anfang auch direkt. Und dann zwischenzeitlich haben die wahrscheinlich auch schon abgeschlossen mit dem Leben. Ja, wir sind dann aber jetzt dann irgendwie doch noch angekommen, Gott sei Dank, und machen uns jetzt dann auf den Weg zum Tempel, der auf dem Weg liegt, bevor wir nach Khao Lak fahren. Und dann sehen wir uns da gleich wieder. Wir sind jetzt hier irgendwo auf der Landstraße, machen gerade Pause. Es hört nicht auf zu regnen. Es ist geisteskrank. Wir sind seit einer Stunde unterwegs. Komplett nass. Sieht man das? Komplett. Bis auf die Unterhose. Wir haben gerade auch noch einen Unfall gesehen. Sehr, sehr gefährlich, hier unterwegs zu sein. Ich muss die ganze Fahrt über den Rucksack vorne auf dem Bauch tragen. Und der ist so nass geworden. Jetzt haben wir jetzt auch noch mal einen Regencoat hierfür gebaut. Und jetzt geht's weiter zum nächsten Restaurant. Ich brauche jetzt irgendwas zu essen, aber ganz dringend. Wir sind jetzt hier noch mal angehalten, weil wir das Meer gesehen haben. Ich wollte einfach noch mal zeigen, wie rau die Scheiße heute ist. Alter Schwede, da sind wir gerade mit dem Speedboot drüber gescheppert. Wir sind jetzt hier irgendwo am Straßenrand in der Pampa. Aber das sind meistens die leckersten Restaurants. Wir haben uns einfach zweimal Pad Krab Hau bestellt. Essen ist da, warm, sieht ultra nice aus. Guten Appetit. So, wir befinden uns jetzt hier am Gleis 9¾. Und jetzt geht's gestärkt weiter zum Wat Suan Tempel. Let's go. So, es regnet immer noch wie aus Eimer. Heute ist ein richtiger Regentag. Aber wir sind jetzt angekommen. Wir befinden uns jetzt hier vom Wat Suan Tempel. Ja, was ist der Wat Suan? Oder was ist daran besonders? Der Tempel verbirgt sich hier in diesem riesengroßen Berg. In dieser Höhle. Und hier gibt es freilaufende Affen. Deshalb sollte man vorsichtig sein mit dem, was man rumträgt. Denn die Affen tendieren auch dazu, gerne mal was zu klauen aus den Händen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal hier den Tempel an. Oh. Wir sind jetzt hier in der Tempelanlage drin. Das ist eine beeindruckende Höhle mitten im Berg. Das Beeindruckende hier ist die 10 Meter lange goldene Buddha-Statue. Die Geschichte des Wat Suwan Kuha-Tempels reicht viele Jahrhunderte zurück. Es wird angenommen, dass der Tempel im 16. Jahrhundert gegründet wurde. Damit zählt er zu den ältesten Tempeln in dieser Region. Der Tempel trägt eine immense kulturelle und religiöse Bedeutung für Phuket. Hier kommen Einheimische und Touristen gleichermaßen zusammen, um Respekt zu zollen, Gebete zu sprechen und Segnungen zu suchen. Der Höhlentempel ist nicht nur ein Ort der spirituellen Hingabe, sondern auch ein bedeutendes Symbol, das eine zentrale Rolle im Leben vieler Thais spielt. Von der Hauptgrotte aus führen diese Treppen zu der dunklen und hellen Höhle. An dieser Stelle kann man die Inschrift der Besuche von einigen Königen sehen. Die dunkle Höhle beeindruckt durch massive Kalksteinformationen. Gehen wir doch mal in sie hinein. Ist das nicht beeindruckend? Wenn man sich vorstellt, dass Mönche hier vor hunderten Jahren schon in völliger Stille meditiert haben. Aber nicht nur Mönche ruhen hier, sondern auch Fledermäuse, wie man hier sehen kann. Es gibt auch eine Reihe anderer Buddha-Statuen und einen großen Chedi, der die Knochen der Natakwatung-Familie enthält, die vor etwa 160 Jahren die örtlichen Gouverneure waren und den Bau eines Schreins in der Höhle veranlassten. Da sind die Äpfel.
spielen. Die sollten mal nicht zu nahe kommen. Die können recht aggressiv und gefährlich sein. So, das war's hier mit dem Wat Suwan Tempel. Wie fandest du's? Ja, war wohl innen drin cool. Naja, also ich kann es empfehlen, wenn man mal in der Gegend ist. Ja, man ist recht schnell durch. Der Eintritt kostet 20 Baht pro Person. Ansonsten kann man hier halt noch Affen füttern, wenn man da Bock drauf hat. Oder Tauben. Aber wir düsen jetzt erstmal weiter nach Khao Lak. Stündchen mit Roller wieder durch den Regen. Let's go. Nächste Station. Es ist so krank. Ich bin bis auf die Unterhose nass. Unsere Gepäckstücke, ey. Wir sind 3 Stunden lang gefahren. Da ist so ein 20 Kilo Sack, ja. Ich neben Bein. Das heißt, ich musste die ganze Zeit fahren. Den auf dem Bauch, Helly hinten drauf. Auch nochmal auf dem Rücken 20 Kilogramm Gepäck gefüllt, Alter. Nie aufhörender Regen. Das erste Mal jetzt seit unserer Reise, dass wir einen Tag haben, der wirklich komplett Monsun ist, so wie man es kennt. Ja, Mann. Wir sind durch den schlimmsten Monsun gefahren jetzt gerade. Ohne Scheiß. Durch den krankesten Stadtverkehr in Thailand, wo es keine Regeln gibt. Wir sind durch Dschungel gefahren, wir sind Berge hochgefahren, wo eine Steigung war, sodass der Roller 5 km/h schnell war. Wir mussten bergab fahren durch diesen scheiß Dschungel mit nur einer Bremse. Ey, dieser Roller, Alter, der hat uns überlebt. Ich bin im Arsch, Alter. Ich brauche jetzt ein Bier. Jetzt. Alles ist komplett nass, trotz Müllsäcke. Die Drohne ist nass. Alle Papiere, die ich zum Drohnenfliegen brauche, sind komplett durchgematscht. Jeder Koffer ist nass. Alter. Geil. Oh, ich bin so fertig, ey. Ich freue mich gleich so aufs Bier. Ja, ich auch wohl. Weißt du, ob ich jetzt richtig Bock habe? Regen? Voll. Und erst recht, da mit dem Roller durchzufahren. Ich habe so Bock da drauf. Alter, das wäre richtig geil. Einfach jetzt mal eine ordentliche Runde mit dem Roller durch den Regen brettern. So Monsunregen oder so wäre jetzt auch richtig geil. Junge, ich bin so Bock drauf gehabt. Übel Bock, Alter. Roller ist das Beste. Ich liebe Roller und Regen. Ja, Mann. Eher Rollerregen. Ein Blick auf die aktuelle Wetterlage zeigt uns heute im Osten des Landes leicht bewölkten Himmel, begleitet von angenehmen Temperaturen von rund 30 Grad. Im Westen hingegen erwartet uns eine etwas andere Kulisse. Hier zieht ein derbe, stabiler Rollerregen der Stufe 70 Kubik auf. Bleiben Sie dran für weitere Details und Entwicklungen und abonnieren Sie diesen Kanal. So, kurze Markt-Session. Nix los heute, aufgrund des schlechten Wetters. Bus auf die Fahrt, auf das wir heile übergekommen sind. Ey, ich bin stolz auf uns. Yeah, geil, geiler Frittenschiss. Halt! So, Essen war... Geil, 5-5-5 Kaffee spielen. Finde ich auch. Kapitiert einfach geil. Ellie geht jetzt zur Massage. Ich schau mal, ich schmeiß mich jetzt hier in die Verhandlungen. Madika. Madika. What do you like, man? Oh, I'm just looking around. You like your present? Oh, yeah, maybe. I see, okay. Where you from? My mom from Thailand. Oh, for icing. My dad is from Germany, and my mom is from Udon Thani. Where? Udon? Ah, how much is one? 100? How much if I have two? 2 for 150? 180, okay? 180? 150 is fine. We're from the same city. Okay. We're from Udon Thani. Yeah. See? Okay. What is this called in Thai? Tao. Tao? Okay. And this is Chang. Chang. Right. Okay. One Tao and one Chang. One Tao, one Chang. 150. Kap kum kap. Kap kum kap. Leo pop kap mai. See you.
Sieht fresh aus. You're welcome, my friend. Yeah, we can drink it here. Oh, take a picture, yeah. Captain Gub. See you maybe next time, okay? Leo Popkan Mai. Chokdi. You too, my friend. Bless you. Stay healthy. Okay? God bless you. Bye bye. You can check our YouTube if you want. Yeah, but not only small, 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 small. Yeah. You have to subscribe to us. Yes, Kakun Kap, okay? See you, my friend. Bye, bye. Ich habe jetzt hier den neuen freshen Haircut von Kuhn auf dem Bangnang Market. Ich kann es nur empfehlen. Mega cooler Dude auf jeden Fall. Ich habe jetzt 300 Baht gezahlt. Ein bisschen mehr, als man, glaube ich, sonst zahlt. Man kriegt Haarschnitte auch safe 400 Baht am Straßenrand. Aber der Typ war einfach cool und ich gönne ihm das. Und das ist immer noch wesentlich günstiger als in Deutschland. Und ja, ich finde es richtig gut geworden. Cool ist ein Künstler. Bangnang Market, bester Mann. Ja, wir zocken dann jetzt noch eine Runde oder zwei Runden Billard, je nachdem, wie es ausgeht. Und dann ist gut gewesen für heute. Deswegen, Leute, bis dann. Ich zeige euch aber noch einen Hack. Eigentlich gibt das überall in Thailand. Einfach nur Babypuder, aber das steht meistens immer am Billardtisch, weil die Folge hier meistens verklebt ist vom Schweiß. Macht man sich da ein bisschen Babypuder drauf, reibt das ein und so gleitet der Köl viel besser. Also falls ihr euch fragt, warum Babypuder am Billardtisch steht, die wird nicht gewickelt, das ist dafür, um den Köl gleiten zu lassen. So, aber jetzt ist wirklich Feierabend. Wir zocken jetzt.